Jetzt hören wir uns mal was an, was so mal beim Blackout im Gasnetz passiert. Ich darf recht herzlich den Herrn Kulessa begrüßen. Er ist technischer Leiter Stadtwerke Eutin und wird jetzt was erzählen. Im Gasnetz so passiert, ich erinnere mich noch dran, als morgens bei mir mal das Telefon geschellt hat. Der Herr Kulessa hat mich angerufen, totale Katastrophe, Mega-Gau. Die Worte werde ich so schnell nicht vergessen, von dem Herr Kulessa. Sie dürfen. Ja, bin ich zu hören, ja. Ja, Herr Bräuning, vielen Dank erstmal für die Einladung und für die Gelegenheit, einmal von unserer Gaststörung aus dem Februar diesen Jahres zu berichten. Will uns einmal kurz vorstellen. Die Stadtwerke Eutin kommen aus Schleswig-Holstein, sind Kreisstadt, ein kleines Mittelzentrum bei uns in der Region mit allen Schulformen, sind 2016 Austrager der Landesgartenschau in Schleswig-Holstein gewesen. Und das war so ein bisschen eine Aufbruchstimmung für unsere Stadt, um sich so ein bisschen in die Zukunft zu entwickeln. Wir sind eingeschlossen in die Seenlandschaft der holsteinischen Schweiz. Also wer mal schön Urlaub machen will, das kann man bei uns ganz gerne. Wir sind ein kleiner mittelständischer Querverbundversorger mit allen klassischen Sparten, Strom, Gas, Wasser, Wärme. Haben natürlich auch einen Verlustträger, ein Schwimmbad und einen Reisemobilpark inzwischen. Also das klassische Programm, was man so als Versorger hat, haben 100 Mitarbeiter und zusätzlich noch 12 Auszubildende. Ja, zu meiner Person, ich bin von der Ausbildung her Elektrotechnikingenieur. Also so eine Gaststörung ist dann auch nicht so ganz das Kerngeschäft, was man dann auf der Agenda hat. Bin vorher beim Zweckverband aus Holstein gewesen, ein Gas- und Wasserversorger und seit 2011 bei den Stadtwerken Eutin und dort als technischer Leiter zuständig. Ja, was will ich Ihnen heute erzählen? So ein bisschen von unserer Störung. Wir haben seinerzeit viel Hilfe erfahren mit dieser Störung, weil sie dann doch für so ein kleines Stadtwerk eine sehr, sehr große Aufgabe war und ohne externe Unterstützung hätten wir diese Krise nicht meistern können. Haben aber dann gesagt, wir möchten gerne allen Versorgern einfach so unsere Erfahrungen aus dieser Störung weitergeben, weil jeder hat ein Krisenmanagement, einen Notfall- und Krisenplan, den er überarbeitet, wo er bestimmt auch gewisse Szenarien schon mal durchgespielt hat. Den haben wir natürlich auch, aber im Nachgang haben wir festgestellt, das eine oder andere hat man eben doch nicht berücksichtigt und da kann man vielleicht aus Erfahrung von anderen lernen. Und die wollen wir eben gerne weitergeben, also keine Theorie zum Notfall und Krise, sondern einfach praktische Tipps aus dieser Störung. Die Ausgangslage, ja, das Wetter, wir hatten mildes Februarwetter, wir hatten also gerade zweistellige Temperaturen auch noch. Das Wochenende davor hatten wir Minusgrade, da wäre diese Störung durchaus anders verlaufen mit Evakuierung von Krankenhäusern und Ähnlichem. Das ist zum Glück durch diese milde Temperatur dann uns erspart geblieben. Wir hatten noch voll die Situation des Corona, das heißt, wir hatten die Bedingungen des Corona-Schutzes einzuhalten. Ja, und dann zur Technik. Wir haben ein relativ kleines Hochdrucknetz mit 2,5 Kilometer Netzlänge, 5 Stationen, Mitteldrucknetz. Was vielleicht ganz wichtig ist, wir haben voll vermaschtes Niederdrucknetz, was im Betrieb sehr, sehr gut ist, ja, was also für die Betriebsbedingungen sehr, sehr gut ist, bei so einer Störung vielleicht nicht ganz das Optimale ist. Und wir fahren klassisch mit 24 Millibar direkt in die Hausinstallation ohne vorgeschaltete Regler aus den Gastro-Regelanlagen. Ja, wie sieht die Situation in Schleswig-Holstein aus? Eutin liegt hier in der holsteinischen Schweiz. Man sieht hier das Gasnetz. Wir sind eigentlich sehr, sehr gut versorgt gasmäßig. Hier ist eine Hochdruckleitung, die Dänemark mit Deutschland verbindet. Also wirklich, wir hängen da an der dicken Gasleitung dran und dann über den Strang nach Kiel, wo auch Kavernen sind. Am Ende hängt dann Eutin. Also eigentlich das Thema krisenfestes Gasnetz und sowas als winterfestes Gasnetz, was vor ein paar Jahren ja durchaus aktuell war, ist für unsere Region eigentlich kein Problem. Die Gasversorgung ist absolut gesichert da oben, solange dann letzten Endes alle notwendigen Versorgungseinrichtungen funktionieren. Unser vorgelagerter Netzbetreiber ist die Schleswig-Holstein Netz AG, die letzten Endes das Gasnetz in Schleswig-Holstein betreibt. Also eigentlich eine gute Lage, aber dann gab es halt diese Störung auf der Hochdruckleitung, an der Eutin hängt und wir haben das gesehen, Eutin hängt hier hinten am Stich, das heißt, wenn die Leitung davor unterbrochen wird, dann ist das letzten Endes schwierig. Es gab eine Störung beim Netzbetreiber, es wurde ein Gasgeruch festgestellt, dann hat man geguckt, was ist dort los, hat
versucht, die Störung zu beheben. Bei der Behebung der Störung, man hat versucht, das Ganze zu stoppeln, und über Bypass ist dann relativ starker Gasaustritt in der Baugrube gewesen, sodass am Ende letzten Endes die Gasversorgung unterbrochen werden musste und der vorgelagerte Netzbetreiber um 1:07 Uhr, mitten in der Nacht, dann den Schwäbisch Hall angerufen hat und gesagt hat, wir mussten leider die Gasversorgung von Eutin unterbrechen und den Schieber nach Eutin schließen. Ja, hier nochmal Bilder aus der Störung. Also die Kollegen waren dann am nächsten Tag wirklich mit Hochdruck, also die waren die ganze Nacht natürlich mit Hochdruck dabei, aber das war eben dann doch eine Störung, die größer war und die dann leider mit den sonst klassischen Mitteln der Instandsetzung nicht zu beheben war und dann letzten Endes doch zu der Situation führte, dass wir in Eutin einen Gas-Blackout hatten. Blackout macht man sich ja doch relativ viele Gedanken im Bereich der Stromversorgung. Das haben wir alles, üben wir regelmäßig, BDW-Kaskadenübungen, Kommunikationsübungen und sowas alles. Aber so ein Gas-Blackout hatte ich persönlich nicht so richtig auf dem Schirm. Das gab es eigentlich so noch nicht. Und in Schleswig-Holstein, so im Umfeld, haben wir das auch mal so abgefragt. Ist das auch durchaus ganz, ganz selten, aber es passiert eben leider. Ja, man sieht dann unser Leitsystem, unser EDS-Leitsystem. Irgendwann ging dann der Druck hier runter. Als dann um 1 Uhr bei uns der Anruf ankam, haben wir noch versucht, in die Firma zu fahren, um möglichst viele Anlagen rauszunehmen, Gasverbräucher vom Netz zu nehmen, um einfach den Gasdruck zu halten. Aber letzten Endes, man sieht, wie schnell der Gasdruck hier abgefallen ist, da hat man keine Chance. Da rauscht er wirklich in den Keller und der Gasdruck war weg. Und hier, wenn man sich das Manometer anguckt, da hilft auch kein Klopfen. 0 bar sind 0 bar. Das ist schon sehr, sehr kritisch und dann sitzt man erstmal da und ist dann doch ein bisschen platt, weil dann überlegt man, okay, du hast 5.500 Gasanschlüsse und musst dir jetzt was überlegen, wie du diese 5.500 Gasanschlüsse nachher wieder irgendwie in Betrieb kriegst an der Stelle, weil das ist ja doch ein bisschen anders als bei der Stromversorgung. Man muss davon ausgehen, dass gegebenenfalls die Gasmangelsicherungen nicht schließen. Ja, mal die Zeiten. Der erste Tag begann am 22. um 1 Uhr und ging dann bis zum nächsten Tag um 1.30 Uhr. Bis 1.30 Uhr hatten wir alle 5.500 Gasanschlüsse mindestens einmal angelaufen, um sie wieder in Betrieb zu nehmen. Also 5.500 Gasanschlüsse innerhalb von 24 Stunden. Hier erstmal sieht das so aus, wir konnten allerdings erst mittags anfangen, also 12 Stunden. Am nächsten Tag sind wir dann die offenen Anschlüsse nochmal angelaufen, wo wir festgestellt haben, wir haben dort keinen Kunden erreicht, also haben wir eine zweite Inbetriebnahme versucht durchzuführen. Und am dritten Tag sind wir dann beim Einzelhandel und Gewerbe gewesen, weil Einzelhandel und Gewerbe sind scheinbar schwerhörig. Ja? Also selbst Durchsagen im Radio und mit Rundfunk und Durchfahren der Polizei und Feuerwehr durch den Ort mit Ausruf und was weiß ich, aber die Geschäftsleute erreicht man nicht und die bewegen sich auch nicht in die Firmen. Also das war dann ein relativ großes Problem, dass das Gewerbe dann eben erst am Montag mit dem Betriebsbeginn gemerkt hat, dass eben die Anlagen teilweise noch außer Betrieb waren. Ja, wie haben wir die Störung bearbeitet? Wir hatten ungefähr 70 Mitarbeiter von unseren 100 Mitarbeitern im Einsatz. Wir hatten zusätzlich, und das ist eben das, was uns dann auch geholfen hat, 110 Monteure von Stadtwerken aus ganz Schleswig-Holstein im Einsatz. Als wir die Störung hatten und wir dann uns relativ schnell geeinigt haben, wir lassen die Hauptabspareinrichtung schließen, um dort entsprechende Sicherheit zu haben, wenn wir dann wieder Gas vorgeben, war uns auch klar, dass wir diese 5.500 wieder in Betrieb nehmen müssen. Wir hatten sehr zeitnah einen Sachverständigen für die Gasversorgung mit an Bord geholt. Das gibt dann doch eine gewisse Sicherheit dann mit dem, was man dort technisch macht. Und waren aber uns einig, dass das richtige Verfahren ist, auch mit der Konsequenz, dass wir dann sehr, sehr lange für eine Wiederinbetriebnahme brauchen. Und haben dann angefangen, mit dem Ende der Nacht benachbarte Stadtwerke anzurufen und um Unterstützung zu bitten, Monteure im Bereich der Gaswasserversorgung. Das lief dann auch an. Es entwickelte sich dann so, dass im Laufe des Tages die Unternehmen die Leute von alleine geschickt haben. Also es hatte sich dann wie so ein Schneeball rumgesprochen. Es ging auch durchs Radio. Also bei uns ist der NDR so der regionale Radiosender. Es kam halt auch im Radio, dass die Leute die Hauptabsperreinrichtung schließen und sollen und dass es halt Probleme mit der Gasversorgung in Eutin gibt. Und irgendwann kamen von allen Stadtwerken aus Schleswig-Holstein die Monteure nach Eutin und haben uns dann letzten Endes
bei der Inbetriebnahme unterstützt. Wir hatten 45 Monteure von Gasinstallationsunternehmen in der Rückhand, die dann auch relativ schnell gemerkt haben, dass es ein größeres Problem gibt und dann auch die Kollegen zusammengetrommelt haben und die Störleitstelle in Schwäbisch Hall war dann in der Spitze, glaube ich, auch mit 10 Mitarbeitern belegt. Also da war auch ordentlich Trubel, weil man sich vorstellen kann, dass es eben auch ein entsprechend hohes Telefonaufkommen gibt. Ja, als wir die Störung dann detektiert hatten, wurde dann über den Bürgermeister die Feuerwehr dazugeholt. Die Feuerwehr war an der Spitze mit fast 200 Mitarbeitern vor Ort, die Polizei und aus der Verwaltung, aus der städtischen Verwaltung dann auch nochmal 10 Mitarbeiter. So, dass wir dann für so ein kleines Stadtwerk auf einmal eine Riesentruppe hatten, die da irgendwo versorgt werden musste, die irgendwo Räume brauchte, die EDV-Anschlüsse brauchte, Internetzugänge und, was die eben heute alles so brauchen. Genau, die Alarmierung erfolgte nachts. Es ist dann sehr schnell unser Notfall- und Krisenplan in Kraft getreten. Das heißt, letzten Endes der Bürgermeister wurde informiert und hat dann letzten Endes auch die Leitung des Krisenstabes übernommen, weil auch nicht klar war, was gegebenenfalls evakuiert werden musste. Wir haben mehrere Krankenhäuser im Ort und auch Alten- und Pflegeeinrichtungen. Da bestand dann durchaus die Situation auch, dass die evakuiert werden mussten. Was aber sehr, sehr gut war, durch den Bürgermeister hat man eben auch sehr, sehr schnell dann Zugriff auf Polizei und Feuerwehr. Da ist dann eine relativ klare Struktur, die dort entsteht. Das hat dann funktioniert. Es gab regelmäßig jede Stunde eine Lagebesprechung. Das hat sich aus meiner Sicht auch bewährt. Ganz klar feste Intervalle zu haben, wann trifft man sich, wann werden neue Aufgaben erledigt, dann gehen alle los, erledigen ihre Jobs. Und nach einer Stunde trifft man sich eigentlich und sagt, okay, wie ist jetzt eigentlich der Stand, was haben wir erreicht? Wir haben alle Hauptabsperreinrichtungen schließen lassen. Wir sind davon ausgegangen, selbst wenn 1% der Gasmangelsicherung nicht funktionieren, dann haben wir noch 55 Anschlüsse vor uns und das Risiko war uns einfach zu groß, dass dort irgendwo bei Gaswiederkehr dann letzten Endes ein Unfall entsteht. Wir haben dann die Störmeldestelle in Schwäbisch Hall ist verstärkt worden. Wir haben unseren Kundenservice besetzt, was ich auch als sehr, sehr wichtigen Punkt empfinde, weil im Kundenservice sind doch Mitarbeiter, die sehr, sehr detailliert die Kunden kennen und wissen, wo welcher Kunde zu erreichen ist, wie kann man ihn erreichen, wenn man ihm seine Hauptrufnummer nicht erreicht. Dort ist sehr, sehr viel Know-how vorhanden und man braucht eben auch gewisse Informationen, die man aus den EDV-Systemen so vielleicht eben nicht kennt, die aber durch über einen privaten Kontakt entstehen. Ja? Und der Kundenservice kann dann letztendlich auch natürlich die Störmeldestelle entlasten. Das erreicht man auch sehr gut über die sozialen Medien. Ja, das haben wir auch festgestellt. Also so Facebook, Instagram und die Homepage, die hatten wir dann leider zum Anfang ein bisschen vergessen. Kann man sehr gut kommunizieren und dann doch einen ganzen Teil der Kommunikation, die sonst irgendwo übers Telefon auflaufen würde, letzten Endes abblocken. Wie gesagt, wichtig ist auch die Homepage. Die Homepage ist das Wichtigste und dann kann man die sozialen Medien bedienen. Weil auf die Homepage gucken alle wirklich zuerst. Das sehen wir hier auch nochmal. Ja, das ist unser Notfall- und Krisenraum. Wir haben dann für die einzelnen Aufgabenbereiche, wie das in so einer Stabsorganisation, in so einer Krisenorganisation dann einzelne Bereiche gehabt. Das GIS-System dann letzten Endes dazu und wie gesagt, die Feuerwehr, die Polizei. Wir haben in der Stadt eine sehr gute Pressesprecherin, die haben wir dann gleich vereinnahmt. Die hat dann die Kommunikation zur Presse auch gemacht. Da gab es also auch regelmäßige Termine dann mit den Vertretern der Presse, dass wir die auf dem Laufenden gehalten haben. Ja, was ist aus meiner Sicht noch wichtig? Wir haben relativ schnell alle Techniker, die wir hatten, egal aus welcher Sparte, auf den Hof geholt, inklusive der Azubis, um möglichst viel Personal zu haben. Das gleiche auch mit den Mitarbeitern aus der Verwaltung, ja, für den Telefondienst oder für Logistik. Was auch wichtig ist, dass man sehr schnell eine funktionierende IT-Infrastruktur hat, weil alle diese Unterstützer brauchen IT. Das ist einfach so. Die brauchen alle WLAN, die Feuerwehr, die Polizei und jeder muss irgendwie seine Systeme da irgendwo hochfahren und braucht dazu entsprechendes Internet. Was auch wichtig ist, dass man das grafische Informationssystem eben schnell bei Hand hat oder dass man dort Leute hat, die dann eben gegebenenfalls auch entsprechende Pläne ausdrucken können und Übersichtspläne.
Dazu komme ich später nochmal. Das hört sich jetzt so ein bisschen trivial an, aber das war eigentlich der Knackpunkt, 110 Monteure mit Arbeit zu versorgen. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber die gesteuert durch diesen Ort zu führen und mit Aufgaben zu versorgen. Dass die nicht planlos durch die Stadt laufen, sondern dass jeder einen zugewiesenen Bereich hat und den sauber abarbeitet und auch sauber dokumentiert, was er da gemacht hat und was auch nicht gemacht worden ist an der Stelle. Ja, dann haben wir auch die Azubis mitgeholt. Wir haben Mitarbeiter persönlich von zu Hause abgeholt, die wir telefonisch nicht erreicht haben. Dann haben wir halt einen Azubi hingeschickt und sagen wir, klingel da mal, der muss aus dem Bett, der muss jetzt hierher kommen, den brauchen wir jetzt. Am Ende ist man dann über jeden froh, den man hat. Und im Grunde genommen waren, glaube ich, auch alle die meiste Zeit ganz gut beschäftigt. Was dabei auch ganz wichtig ist, dass man Adresslisten aller Mitarbeiter mit Anschriften hat. Ja, dass man also auch weiß, wo muss ich hinfahren, wo erreiche ich den und wo muss ich klingeln, damit der auch kommen kann an der Stelle, weil nicht jeder hat dann doch Handyempfang, so wie sich das vorstellt oder was weiß ich, und der eine oder andere, den man dann vielleicht gut gebrauchen kann, ist erstmal irgendwie im Off und den muss man dann irgendwie versuchen zu bekommen. Ja, man sieht das hier, das fängt dann auch an mit dem Parken. Wenn man sagt 110 Monteure, wir haben gebeten, jeder kommt idealerweise mit dem eigenen Fahrzeug, damit wir ihn individuell einsetzen können. Das heißt, man hat auch 110 Fahrzeuge auf einmal auf dem Hof stehen oder vielleicht nicht ganz so viele, aber man muss die irgendwo hinbringen und man muss die Parkflächen besorgen, bei Nachbargrundstücken fragen, ob man da die Fahrzeuge abstellen kann. Ja, und dann haben wir nach und nach das Personal zusammengesammelt, aber das Gas war noch nicht wieder da. Es hieß dann vom vorgelagerten Netzbetreiber, naja, um 6 Uhr könnt ihr vielleicht damit rechnen, dass wir wieder Gas haben. Um 13 Uhr war es dann soweit. Um 13 Uhr war also dann an unserer Übergabestation wieder ein Druck und wir konnten langsam unser Netz füllen. Das heißt, die Monteure haben morgens bei uns am letzten Netz auf dem Hof auch gestanden und gewartet. Wie gesagt, alles unter Corona in Kohorten, werkweise zusammen. Ja, das war dann schon ganz wichtig, dass man eben auch eine Meldestelle einrichtet, wenn die Werke mit dem Personal kommen, wo melden die sich, dann werden die in Empfang genommen, dann werden die zur Einweisung geführt, die müssen ja Aufträge kriegen, man muss sie für diese Aufgaben einweisen, dass man da eine Struktur hat, dann merkt man schon, dass man doch relativ viel Personal braucht und das sind dann so, ist eigentlich jeder Mitarbeiter, den man da bekommen kann, dann letzten Endes auch ganz, ganz wichtig. Ja, hier mal so eine Impression zwischendurch. Wir haben versucht, relativ viel über die sozialen Medien eben abzufangen und das auch regelmäßig zu machen, um den Leuten immer wieder zu sagen, was eigentlich die Situation ist. Wir sind mit, ich glaube, wir hatten am Ende, glaube ich, 13 Lautsprecherwagen von der Feuerwehr und 4 von der Polizei durch den Ort gefahren. Und dann wundert man sich, wie lange das dauert, bis die durch so einen ganzen Ort durch sind und überall ihre Ansagen machen, weil die fahren ja nicht und reden dabei, sondern die stellen sich hin. Dann sagen sie ihren Spruch runter und dann fahren die 200 Meter weiter und sprechen nochmal runter. Und bis die dann so durch alle Straßen durch sind, dass man den Kunden dann letzten Endes gesagt haben, sie möchten die Hauptabspareinrichtung schließen, das dauert schon so seine Zeit. Also da kann man sich dann auch vertun. Und, aber es war dann zum Glück so, dass wir dann um 13 Uhr wirklich auch durch alle Straßen, als wir das Gas wieder vorhatten, dann auch mit dieser Information an die Kunden durch waren. Wie gesagt, soziale Medien, wenn man da jemanden hat, der mal schnell ein bisschen was runterschreiben kann oder so, das ist dann wirklich Gold wert. Für die Wärmeversorgung ein paar Tipps vielleicht. Wir haben festgestellt, wenn man die Krankenhäuser und Altenheime nicht relativ regelmäßig informiert und an die Hand nimmt, dann läuft das auseinander. Dann haben die ihre eigenen Notfall- und Krisenpläne und fangen an, das Programm läuft ab bei denen. Und dann fragt er ja, wenn er nicht weiß, wie lange die Wärme noch weg ist, dann sagt er, jo, ich muss jetzt in 2 Stunden muss ich hier mit der Evakuierung anfangen und ich fange jetzt schon mal an, meine ganzen Rettungswagen dafür anzufordern und was weiß ich alles und so. Und dann ist es schon ganz gut, wenn man in der Regel in der Kommunikation bleibt und sagt, nee, jetzt warte mal nochmal, wir haben schon eine ganz gute Chance, ihr seid relativ früh bei der Inbetriebnahme wieder dran. Und wenn wir Gas haben, dann seid ihr auch die Ersten, die wir versuchen wieder zu versorgen. Da ist es ganz, ganz wichtig, sonst läuft das auseinander und dann wird da doppelte Arbeit gemacht. Oder es wird vielleicht auch gar keine Arbeit gemacht, weil der eine sich auf den anderen verlässt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Was ist, glaube ich, ganz gut ist, wenn man die eine oder andere mobile Wärmeversorgung auch irgendwo in der Hand hat. Entweder hat man selbst eine oder man hat zumindest Verträge mit Partnern, wo man ganz sicher so ein Gerät irgendwo bekommen kann. Weil das eine oder andere Objekt muss man gegebenenfalls schon versorgen.
Wie gesagt, wir hatten jetzt Plusgrade. Bei minus 5 Grad wäre das eine ganz andere Situation gewesen. Da möchte ich gar nicht wissen, wie die Krise abgelaufen wäre und wo man die Leute hingebracht hätte. Hier war es jetzt relativ überschaubar. Wenn man so mobile Geräte hat und sich auch mal welche leiht beim anderen Versorgungsunternehmen, kann ich nur empfehlen, nehmen Sie das Personal gleich mit dazu, weil die wissen mit dem Aggregat Bescheid, die eigenen Monteure probieren rum und dann funktioniert es nicht und das dauert ewig. Also von daher ist es wirklich gut, wenn man schon so eine Krise hat, dass man dann versucht, auch gleich das Personal damit zu bekommen. Und was eben auch ganz wichtig ist, das Ding muss leer transportiert werden, weil sonst ist es ein Gefahrstofftransport und muss vor Ort dann letzten Endes betankt werden. Und am Ende muss man gegebenenfalls den Diesel auch noch wieder entsorgen als Entsorgungsgut. Also das ist dann auch nochmal ein Thema. Die kommen nicht unbedingt voll an und stehen dann da und sind sofort bereit. Und der eine oder andere Heizlüfter, wenn man den hat, das ist auch nicht ganz verkehrt, dann kann man dem einen oder anderen, der alten oder anderen Oma, vielleicht auch nochmal helfen an der Stelle. Ja, Versorgung ohne Mampf, kein Kampf, das ist dann auch schon nicht ganz unwichtig, wenn so viele Leute da sind und so lange warten und das über den ganzen Tag und dann noch bis in die Nacht einarbeiten. Letzten Endes sind die von 6 Uhr da gewesen und haben dann um 24 Uhr Feierabend gemacht. Da muss man die Leute natürlich auch versorgen. Da muss man irgendwie jemanden haben, der loszieht. Das war jetzt ein Samstag und dann mal so aufkauft, was man so an Beständen kriegt, weil die Bäcker haben zum Beispiel dann auch kein Gas und backen auch nicht. Ja, also muss man das nehmen, was noch da ist und das möglichst schnell einhamstern, damit man das zur Verfügung hat. Wie gesagt, wir hatten eine relativ lange Wartezeit, bevor das Gas wiederkam, also eigentlich Leerlauf an der Stelle und dann ging es aber mit Hochdruck dann letzten Endes los. Und dafür braucht man dann auch Mitarbeiter, die das mit vollem Einsatz machen und es gibt immer welche im Unternehmen, die sowas gut können, die organisieren können und die Leute muss man dann auch wirklich für diese Position idealerweise schon im Notfall- und Krisenplan mit diesen Aufgaben belegt haben, dass man sagen kann, so pass mal auf, du kümmerst dich hier um die Verpflegung von 100 Leuten und sieh zu, wie du das regelst, ja, und dass man so eine Aufgabe los wird und man weiß, dass das im Hintergrund auch läuft. Ja, und dann sind wir auch dann letzten Endes beim Drucken. Wir haben dann letzten Endes die Inbetriebnahme mit einer Papierdokumentation straßenweise durchgeführt. Das heißt, wir mussten für jede Straße Pläne erstellen. Ein Plotter, der druckt auch nicht so schnell. Also muss man da auch rechtzeitig anfangen mit genug Mitarbeitern, um dann wirklich auch letzten Endes die Dokumentation für diese Inbetriebnahme zu erstellen. Hier sieht man nochmal ein bisschen von der Versorgung. Wir haben natürlich auch bei Facebook dann unseren Getränkelieferanten nochmal erwähnt. Ja, der hat sich auch gefreut. Also von da gab es da durchaus auch so ein bisschen Geben und Nehmen an der Stelle. Ja, hier nochmal so ein paar Impressionen. Also enge Führung der Krankenhäuser hatte ich schon gesagt. Was auch wichtig ist, wenn man elektrische Schließung hat in so einem Gebäude, man muss sehen, dass man das Gebäude aufkriegt, weil die Leute müssen sich irgendwo bewegen. Ja, man hat ganz, ganz viele Externe. Aber die müssen natürlich auch dahin kommen, wo sie hin sollen. Man braucht Parkflächen, man braucht Einweiser, aber man braucht eine Meldestelle. Und auch diese Meldestelle muss irgendwann abgelöst werden. Und da muss man sich über die Personalgeschichte dann schon so ein bisschen Gedanken machen, wer kann sowas machen. Und wie gesagt, wenn man sich sein Unternehmen anguckt, stellt man in der Regel fest, dass es für viele dieser Aufgaben, die man so hat, eigentlich wirklich gute Kollegen gibt, die sowas auch können. Die das von der Persönlichkeit einfach gut abbilden können. Wir haben dann für jedes externe Versorgungsunternehmen einen so einen Gruppenführer gebildet. Das war ein Mitarbeiter von uns aus einer Sparte, der sich um diese Gruppe gekümmert hat, der die Kommunikation mit denen geführt hat, sodass nicht jeder Monteur da letzten Endes bei uns im Krisenstab aufgelaufen ist, sondern dass wir dort eben entsprechende Verdichtung der Informationen auch hatten und gewisse Dinge auch abfangen können. Wo kann man tanken, wo kriege ich dies, wo kann ich zur Toilette gehen. Ja, diese Dinge, dass man einfach dafür eine Regelung hat, und auch eine klare Kommunikationsstruktur. Ja. Was man gut vorbereiten kann, und das ist dann auch wichtig, wenn die Polizei und Feuerwehr kommt, die wollen in der Regel erstmal Listen haben, zum Beispiel Listen der Straßen, die sie abfahren sollen. Wenn wir für so ein Cluster so einen Ausruf letzten Endes starten wollen. Wir hatten eine Menge Feuerwehr im Ort, wir hatten das anfangs gesehen. Das sind nicht alles Feuerwehrleute aus dem Ort selbst, sondern das ist benachbarten Feuerwehren gewesen. Der Kreis hat dann seine Feuerwehrbereitschaft alarmiert an der Stelle,
So, das heißt, da kommen auch Feuerwehrleute, die sich im Ort nicht auskennen. Aber wenn man dem jetzt sagt, du musst jetzt hier im Ortsteil Fissheim mal bitte durchfahren und die entsprechenden Ausrufe starten, dann können die damit nichts anfangen. Dann muss man denen Listen in die Hand geben. Und da ist es wirklich gut, wenn man diese Listen dann auch über die Kollegen aus dem Kundenservice entsprechend schnell generieren kann, die halt diese Daten auch zur Verfügung haben und dann auch schnell filtern können, ausdrucken können. Das funktioniert. Dann, das ist schon eine ganz wichtige Geschichte, weil wie gesagt, nicht alle sind dann letzten Endes auch ortskundig. Ja, was auch ein ganz wichtiger Hinweis ist, wenn ich das Gasnetz so runterfahre und dann das Gas wieder fülle, dann letzten Endes das Netz, dass ich meine ganzen Gasdruckregelanlagen eingangsseitig auch schließe, dass ich nicht diese Druckbelastung beim Befüllen des Netzes auf die Regelanlagen gebe, sondern dass ich diese, wenn der Gasdruck nachher eingangsseitig steht, langsam öffne und wieder in Betrieb nehme. Das verhindert dann auch letzten Endes Beschädigungen an den Reglern. Nichts ist noch schlimmer, als wenn ich jetzt bei Sonderstörungen auch noch Probleme mit meinen Gasdruckregelanlagen habe. Ja, wie ist die Inbetriebnahme gelaufen? Der erste Schritt war, dass wir straßenweise alle Straßen abgelaufen sind und die Monteure dann in der Straße versucht haben, die Inbetriebnahme durchzuführen. Dann haben wir diese straßenweise Inbetriebnahme nachts ausgewertet, haben also geguckt, wo haben wir, welchen Kunden konnten wir nicht in Betrieb nehmen. Und sind dann in dem zweiten Schritt, am zweiten Tag, hausnummernscharf diese einzelnen Kunden nochmal angelaufen. So, das Ergebnis war also, dass wir am Ende des Wochenendes, Samstag, Sonntag, mindestens bei, also maximal bei jedem Kunden zweimal waren und bei dem Kunden dann versucht haben, ihn in Betrieb zu nehmen, zweimal auch eine Information an die Tür geklebt haben, dass der Kunde also auch weiß, wir waren zweimal da. Und mit der Information war dann die Bitte, sich bei uns zu melden. Und dann letzten Endes wären wir nochmal nachgefahren an der Stelle, so dass wir eigentlich bis zum Ende des Wochenendes dann alle Kunden zweimal angetroffen hatten. Wie gesagt, beim Gewerbe war das sehr, sehr schlecht. Was ganz wichtig ist, wenn man die Monteure dann, wenn man die Monteure einweist, man muss ihnen relativ klar umschränkte Aufgabenbereiche geben. Man muss relativ klar begrenzen, über welchen Bereich muss er sich kümmern und was ist seine Aufgabe eigentlich. Da kommen wir jetzt mal gleich dazu. Hier sieht man so einen Plan aus unserem GIS und dann sieht man die Straße und man sieht halt überall die Haken. Wo waren wir erfolgreich und wo waren wir nicht erfolgreich? Und das waren dann letzten Endes die, wo wir dann im zweiten Ablauf nochmal hingegangen sind. Das ist für den zweiten Tag. Da haben wir dann nur noch die Straße draufstehen gehabt mit der Hausnummer. Und das war dann der zweite Ablauf an der Stelle. Für den Monteur gab es auf der Rückseite dieses Zettels oder auch zu diesem Zettel hat er dann nochmal so eine klare Aufgabenbeschreibung bekommen. Wie soll er da vorgehen an der Stelle? Ziel war, dass die Monteure der Stadtwerke möglichst schnell durch die Straßen marschieren, um die Inbetriebnahmen zu machen. Also nicht groß aufhalten, eine Heizung auf Störung oder so. War eine Heizung auf Störung, wurde hier angerufen auf der Rufnummer und wir haben einen Installateur vom Vertragsinstallationsunternehmen hingeschickt. Die kennt sich mit Störung von Heizung aus, die haben die Heizung wieder in Betrieb genommen. Genau das Gleiche, wenn wir irgendwo einen Gasgeruch festgestellt haben, der Monteur ist weitergelaufen. Hier kam ein spezieller Kollege, der sich nur um Gasgerüche gekümmert haben. Und wir haben letzten Endes einen Trupp letzten Endes gehabt, der in einen Haushalt gegangen wäre, der eventuell mit Corona-Belastung vorgefunden worden wäre. Wenn jemand gesagt hätte, ist der Corona belastet, dann hätten wir mit Schutzanzug, wären wir reingegangen, hätten halt dort die Inbetriebnahme gemacht. Ziel war eben ganz klar, die Monteure der Stadtwerke müssen durch die Straßen rasen, um die Inbetriebnahmen zu machen. Alles, was irgendwo kleben bleibt oder hängen bleibt, machen die Installateure der Vertragsinstallationsunternehmen. Und das Ganze wurde dann auf dem Plan eben dokumentiert. Ja, noch ein paar Erfahrungen aus unserer Sicht. Klare Abgrenzung im GIS, zum Beispiel nur die Straßen aus dem Straßennamen im Stempel des Ausdrucks. Das hört sich jetzt ein bisschen trivial an, aber wenn man so einen GIS-Ausdruck macht, überlappen die sich in der Regel. Das heißt, die Grenzbereiche sind eventuell zweimal angelaufen worden, hätte man sich sparen können. Wenn man gesagt hätte, okay, du läufst wirklich nur diese Straße hier, ich muss jetzt mal gucken, dass man den Straßennamen dann abläuft an der Stelle, um diese Überlappung zu verhindern und somit einfach die Menge dann zu reduzieren. Genau.
das ist ein wichtiger Punkt, weil man dann einfach dort weniger Zeit braucht an der Stelle. Ja, ein Problem ist Gewerbe, das ist schwer zu erreichen. Da muss man wirklich versuchen, alles zu bespielen, aber die Geschäfte, die nicht besetzt sind oder die Betriebe, die nicht besetzt sind und die Betriebsinhaber, die nicht vor Ort sind, die sind dann eben schwer zu kriegen. Und da muss man sich darauf einstellen, dass man das im Nachgang machen muss. Und das war dann auch der dritte Tag letzten Endes, wo wir dann wirklich den dritten Tag wirklich noch sehr intensiv mit dem Gewerbe beschäftigt waren. Ja, wie kann man sich vorbereiten auf sowas? Ich glaube, man sollte sich Gedanken machen, wie kann ich eine Inbetriebnahme eines Gasnetzes durchführen, eines kompletten Netzes. Bei Strom haben wir das für uns schon relativ regelmäßig durchgespielt, bei Gas gar nicht. Ja, also Strom-Blackout, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, was machen wir mit unserem Netz, wie funktioniert das eigentlich, wie soll der Ablauf dann sein. Aber für eine Gasversorgungsunterbrechung haben wir uns überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Da muss man halt mal überlegen, wie kann man mit seinem Netz umgehen, kann man Cluster bilden, welche Stationen, habe ich Netztrennschieber, die wichtig sind an der Stelle. Also so ein Gedankenspiel macht, glaube ich, durchaus Sinn, auch mal für Gas durchzuführen. Was kann man da machen? Dann entsprechende Reihenfolge festlegen, welche Maßnahmen will ich treffen oder welche Maßnahmen muss man eigentlich treffen. Was sind neuralgische Kunden, die wichtig zu bedienen sind, sei es Krankenhäuser, Polizei, wir haben noch eine Landespolizeischule, die sehr, sehr, die für uns groß ist an der Stelle, die nicht ganz unwichtig ist. Und dann eben gegebenenfalls auch, wenn man solche Cluster bildet, auch zu sagen, okay, ich lege mir dafür schon mal Straßenlisten hin, wenn ich wirklich Externe habe und die bitte dann letzten Endes dort gewisse Funktionen zu nehmen, dass ich die Straßen zum Beispiel auch nach Clustern schon sortiert habe an der Stelle. Was wichtig ist, Adresslisten der aktuellen Mitarbeiter, das hatte ich oben schon gesagt, weil man kriegt leider nicht jeden übers Telefon, eine oder andere bleibt kleben und den braucht man vielleicht noch. Ja, dann, was kann man noch machen? Man kann sich überlegen, was für Aufgaben stehen bei so einer Inbetriebnahme wieder an und schon mal überlegen, okay, wie kann ich die Aufgaben definieren, damit ich sie dem Monteuren an die Hand gebe. Und die, wie gesagt, relativ einfach einen Ablauf haben, was die machen sollen. Ja, nein, zack, zack, wie so ein Schema-Ablaufplan, wissen, welche Tätigkeiten sie zu machen haben. Überlegen, wo mache ich so einen Meldepunkt, weil wenn so viele Kollegen unterwegs sind, dann braucht man auch ein bisschen Platz, um die einfach alle zu führen und koordiniert zu kriegen an der Stelle. Also wo sitzt die Einsatzleitung, wie ist die telefonisch erreichbar? Wie kriege ich das hin? Ja, wir haben seinerzeit überlegt, dass wir, wenn wir die Kunden nicht antreffen, dass wir dort Aufkleber an die Tür machen, haben dann aber festgestellt, Aufkleber jetzt zu bedrucken, dafür war die Zeit zu knapp, also haben wir dann letzten Endes Zettel ausgedruckt und die an die Tür geklebt. Das war dann unsere Übergangslösung, war nicht ganz so richtig schön, aber hat dann auch funktioniert. Ja, man kann überlegen, welche Texte braucht man für so eine Lautsprecheransage, was will man den Kunden informieren, weil die Presseleute denn ja immer sagen, ja nicht zu viel, nicht zu wenig Text, da wird dann immer noch so ein bisschen gefeilscht. Das kann man aber auch gefühlt vorher schon machen. Und entsprechende Texte für so eine Pressemitteilung kann man mit Sicherheit auch vorbereiten. Das ist dann schon mal ganz gut, wenn man sowas hat. Ja. Was haben wir für uns noch angestoßen an der Stelle? Wir sind in Schleswig-Holstein, gibt es noch den Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserversorger. Das ist so ein bisschen der Mini-BDEW für Schleswig-Holstein, sage ich mal. Dort haben wir darüber das diskutiert. Wenn man so eine Störung hat, ist es gut, wenn man irgendwo Sachkunde im Hintergrund hat, weil so ein Sachkundiger hat einfach Zeit, ein bisschen nachzudenken. Man selbst ist mit der Störungsbearbeitung extrem gestresst und auch angespannt, dass man eigentlich nicht so richtig viel Zeit hat, über gewisse Dinge nachzudenken, und da macht es einfach Sinn, dass man vielleicht jemanden hat, der mit ein bisschen Ruhe und Abstand ein Büro hat und das Störungsgeschehen einfach mal so für sich Revue passieren lassen kann und sagen kann, was sind eigentlich so die nächsten Schritte und was macht eigentlich Sinn. Da man nicht immer Sachverständige greifbar hat, macht es vielleicht irgendwo auch Sinn, zu sagen, okay, es gibt aber
im Umfeld ja durchaus Leute, die wirklich in einem Themengebiet sehr, sehr gut fachlich beherrschen. Und dass man sagen kann, auf so einen Brainpool, haben wir das mal genannt, kann man gegebenenfalls zugreifen, sei es, ob ich eine Stromstörung habe oder vielleicht auch eine Wasserstörung oder eine Verkeimung oder etwas Ähnliches. Es gibt ja Leute, die da durchaus Erfahrung haben und mehr Erfahrung als in so einem kleinen Stadtwerk wie wir. Also das ist vielleicht ganz gut, wenn man da dann Leute hat, auf die man zurückgreifen kann. Und was wir eben auch gesagt haben, man braucht entsprechende mobile Wärmeanlagen und da ist auch die Überlegung, ob man sich einen Pool aufbaut, zu sagen, okay, ein, zwei Stadtwerke beschaffen sich solche Geräte, aber können letzten Endes über einen entsprechenden Pacht- oder Mietvertrag oder was weiß ich, sich die Anlagen mit anderen teilen und dann können wir da so ein bisschen die Kosten reduzieren. Ja, in der Nachbereitung, was ganz wichtig ist, ist eine einheitliche Sprachregelung, was das Thema Haftung gegenüber der Kunden, gegenüber den Kunden beträgt. Am Folgetag steht das Telefon nicht klingelt, sondern die Leute wollen wissen, wo können sie ihre Ansprüche geltend machen. Da muss man schnell eine Sprachregelung finden und die sollte einheitlich sein. Man muss sich, so wie wir, mit viel Unterstützung dann letzten Endes auch bei seinen Unterstützern bedanken. Und dabei darf man keinen vergessen. Das ist nicht ganz unwichtig. Das Einsammeln von allen Dokumenten, die sich so angesammelt haben in so einem Krisenstab, gibt es dann nachher viel Papier und viele Zettel und so. Da muss am Ende einer rübergehen und alles erstmal einkassieren, was man braucht. Dann hat man eine entsprechende gute Dokumentation auch. Wir machen uns jetzt natürlich Gedanken über eine zweite Einspeisung für Eutin, wobei ich das für nicht realistisch halte. Aber man sollte auf jeden Fall einmal das Szenario durchspielen, Kosten ermitteln und einmal schauen, ob man sich das vielleicht leisten mag. Was Sinn macht, macht sein Risikomanagement vielleicht nochmal durchzugucken, weil den Ausdruck einer Gashochdruckleitung hatten wir nicht im Risikomanagement. Ja. Strom ist alles wunderbar abgedeckt, Gas hat man nicht auf dem Schirm gehabt. Gibt es nicht. Also Gasversorgung unterbrochen, das ist eigentlich ja fast ein No-Go und dann ein ganzer Ort weg, hat man nicht auf dem Schirm gehabt, aber kommt vor. Ja, und dann natürlich seine Notfälle und Krisenpläne regelmäßig prüfen. Das kann ich nur jedem empfehlen, wie gesagt, für diese Funktion, die man so für so eine Krise braucht. Sei es für jemanden, der sich um Verpflegung kümmert oder was weiß ich. Es gibt immer Leute im Unternehmen, die sowas gut können. Und die muss man identifizieren und die muss man mit dieser Position verhaften. Und das kann man sich im Vorhinein schon überlegen. Wer macht das, wer kann das und der wird eingeteilt und der kümmert sich, hört sich blöd an, um die Brötchen an der Stelle oder um die Kommunikation nach außen. Es gibt immer Leute, die das können und dann ist man ganz gut vorbereitet, glaube ich. Ja, ein paar Kernsätze. Wichtig ist eine klare Kommunikation, klar und abgegrenzte Aufträge. Eher weniger ist mehr. Man kann die Leute nicht mit zu viel überfrachten und loslaufen lassen. Dann kommen die nicht wieder und man denkt, das ist erledigt. Das ist nicht erledigt, weil es verloren gegangen ist oder wie auch immer. Man muss klare Aufträge, dann muss eine Rückmeldung kommen, dann muss ein Haken gemacht werden und dann gibt es den nächsten Auftrag. Gefühlt hat das einfache Erfolg. Wir wurden dann auch angesprochen, wir hatten Papierpläne unterwegs gewesen. Ja, nachts um eins, da kann man viel über die V-Lösung nachdenken, die hat man aber nicht. Aber mein Plotter, der steht da und der druckt die Pläne aus und da kann ich den Monteur mit versorgen, der kann loslaufen. Weil, wie gesagt, 110 Monteure mit Arbeit zu versorgen, von null auf jetzt, das ist schon spannend. Ja, also man braucht kein PowerPoint. Das sage ich auch ganz bewusst, weil als wir unseren Krisenstabraum eingerichtet haben, brauchten wir alle Medien hin und her und hü und hott. Das haben wir alles nicht gebraucht. Ja? Was wichtig ist, sind Praktiker, Leute, die wirklich wissen, wie es geht und auf die sollte man sich verlassen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Satz. Man hat so Leute, die wirklich wissen, wie man es hinbekommt und ja, dann funktioniert das auch. Ich muss sagen, im Nachhinein, das war, als nachts um eins der Anruf kam, war das nicht schön. Im Laufe des Tages wurde die Situation immer besser und irgendwann hatte man das Gefühl, man hat es auch im Griff. Ja, man hatte das Gefühl, du kriegst das im Griff hier, das Ganze, und du hast eine Chance, am gleichen Tag den Laden wieder zu versorgen. Und das stand dann natürlich auch überall in den Zeitungen und wir haben es, glaube ich, ja, gut, soziale Medien, wir waren auch im ZFK, waren wir, und was weiß ich hier, unser Bürgermeister, Geschäftsführer.
Hier sieht man dann die Kommunikation. Irgendwo sieht man dann hier auch die Homepage. Ich glaube, man sieht das, so viele Links und Aufrufe hat das Unternehmen, ja, kriegt es höchstwahrscheinlich hoffentlich auch nie wieder. Ja, wie gesagt, die Homepage ist ganz, ganz wichtig. Da gucken die Leute drauf. Wir hatten sie zum Anfang vergessen. Wir haben uns um Facebook und Instagram und was weiß ich gekümmert. Aber leider haben wir die Homepage vergessen und dann irgendwann haben wir gesagt, nee, pass auf, das müssen wir auch mal machen. Da gucken die Leute doch als erstes drauf. Ja, das war es aus Eutin. Wir haben eine Krise gehabt. Für uns war das damals wirklich ein ziemlich großes Ereignis. Wir haben jetzt dieses Jahr ja festgestellt, dass es einen noch viel, viel schlimmer treffen kann. Und dann ist man von der Krise auch immer in einer Katastrophe. Und das haben wir auch gleich. Ne? Für uns war das wirklich ziemlich einschneidend. Wir haben extrem viel Unterstützung bekommen. Das war dann doch sehr, sehr angenehm. Und das war auch dann letzten Endes die Chance, diese Krise zu meistern. Und ich kann mich nur bedanken bei allen für die große Unterstützung, die wir bekommen haben. Ich kann mich nur bedanken bei der Netzleitstelle in Schwäbisch Hall und auch bei Herrn Bräuning. Wir hatten während der ganzen Zeit eine sehr, sehr enge Kommunikation. Wenn wir ein Problem haben, haben wir es aber gefühlt sofort in den Griff gekriegt. Das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen gewesen, dass wir auch in so einer schwierigen Situation einen Dienstleister haben, auf den man sich verlassen kann. Und ich habe immer nur gesagt, wenn uns einer anruft und braucht Hilfe, dann sind wir auch da und dazu stehen wir auch. Wenn jemand mal in so einer Situation steht, dann soll er Bescheid sagen, dann kommen die Stadtwerke Eutin auf jeden Fall mit dem, was sie können und versuchen zu helfen, weil als kleiner Netzbetreiber kriegt man das alleine nicht in den Griff. Ohne diese Personalmenge hätten wir diese Inbetriebnahmen nicht abgebildet bekommen und da kann man dann wirklich nur froh sein, dass das funktioniert und die Schleswig-Holstein Netz AG ist durchaus auch ein Wettbewerber von uns, also Schleswig-Holstein gab es ja durchaus auch einen sehr, sehr großen Konzessionswettbewerb und da sind wir ja auch gegeneinander angetreten. Und ich hatte aber 24 Monteure von der Schleswig-Holstein Netz AG bei mir auf dem Hof. Klar, die haben ja auch das Gas abgedreht, kann ich jetzt sagen. Ja. Aber diese 24 Leute waren da und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich sage immer, die Geschäftsführung, die fahren irgendwelche Sinuskurven mit ihren Beziehungen untereinander, die Technik fährt Bandlast und wenn da jemand braucht, dann kann also jeder gerne bei uns ankommen. Und ich kann wirklich nur jedem raten, wenn einer mal in Schwierigkeiten steht, müssen wir uns gegenseitig helfen, dann kriegt man das meiste zumindest, glaube ich, geregelt. Ja, ich weiß jetzt nicht, bin ich zu früh? Nein. Ja, vielen Dank. Gut, besten Dank, Herr Kulessa. Fragen aus der Runde, weil sowas ist ja nicht ganz alltäglich. Also für uns war es halt so die Vorbereitung von Stromblackout, wenn der mal irgendwann mal kommt. Weil dann wissen wir, dass Gas auch ausfällt und etc. Dann haben wir die Geschichte auch gleich mit drin. Da wissen wir zumindest, was wir da machen müssen. Von dem her, schlecht, dass ich erinnere mich da gut dran, wo der Herr Kulessa nachts angerufen hat. Bei mir das Telefon, Gasnetz ist komplett weg. Oh Gott, Blackout im Gas. Haben wir so nicht gehabt. Gut, von dem her, naja. Man hat es geschafft, die Kollegen haben sich dann auch gleich revanchiert, geschirrt, neben aber andere Netz-WW und so weiter, das haben wir nachher noch bei dem Vortrag beim Lutz Rappold, Netz-WW und die Kollegen aus Mühlager, Eutin und andere Werke, Nahmitkäufer im Ahrtal, dass man die Sache wieder aufbauen. War Anruf, der Herr Kulessa hat damals gesagt, wenn ihr uns mal braucht, einfach Anruf genügt, zack, dann war sie unterwegs, dann war ich mal miteinander telefoniert von dem Herrn, ist halt so wichtig, dass man zusammen schafft, alle, denn sonst kann man, so wie es der Herr Kulessa gerade erzählt hat, so Krise kaum meistern. Das ist dann relativ schwierig. Ich würde sagen, Lutz, bist du bereit? Dann würde man deinen Vortrag einfach vorziehen, bevor man die Kaffeepause macht. Vielleicht ganz geschickt. Ja, klar, gerne. Ja, okay, Herr Fischer. Ich habe eigentlich drei Fragen. Also, oder vorweg mal spannend. Also so Blackout Gas ist ja nicht so häufig, haben Sie gut gemacht. Also Hut ab, Chapeau. Auch wenn, ich bin ja eher von der Stromfraktion, also was ich nicht ganz verstanden habe, die Hochdruckleitung hatte einen Riss oder was war das, hatte einfach einen Riss? Okay.
Okay. Jetzt kommt meine, noch meine wesentliche Frage. Also warum Sie bei Gasdruckregelanlagen eingangsseitig abschiebern in so einem Fall, das erklärt sich mir. Aber warum müssen alle Hausanschlüsse auch abgedreht werden? Also ich habe gedacht, naja, dann mach mal wieder auf, da kommt Gas an, schalte Heizung wieder ein und nicht. Ich weiß, vielleicht bin ich der Einzige in der Runde, der das nicht so genau versteht. Ich frage die Frage aber trotzdem. Ich habe gerne noch eine dritte. Ich halte das. Ja, also das ist beim Gas schon ein bisschen anders als beim Strom. Wir haben ja, ich hatte es eingangs beschrieben, wir haben ein Niederdrucknetz, wo wir direkt aus der Gasdruckregelanlage fahren, ohne einen Gasdruckregler vor. Das heißt, es gibt in der Gasanlage eine Gasmangelsicherung, die normalerweise bei Gasmangel die Gasverbindung trennen sollte. Wir haben aber Heizungsanlagen, die sind 30, 35, 40 Jahre alt. Und da haben wir gesagt, wir können uns nicht wirklich darauf verlassen, dass diese Gasmangelsicherungen überall funktionieren. Und dann haben wir einmal gesagt, wir haben 5.500 Anschlüsse, 1% sind 55, 1 Promille sind immer noch 5,5. Und dann haben wir gesagt, das Risiko ist einfach zu groß. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen versuchen, alle Hauptabsperreinrichtungen, die wir erreichen können, zu schließen. Wir haben auch nicht alle bekommen, weil nicht alle da waren, nicht alle das letzten Endes gemacht haben an der Stelle. Aber aus unserer Sicht war ganz klar, Sicherheit geht vor. Wir versuchen, alle Kunden vom Gasnetz zu trennen, versuchen, den sicheren Zustand zu bekommen und dann durch eine Fachkraft letzten Endes wieder eine Inbetriebnahme zu machen. Also wenn das Gas ungebremst wiederkommt, besteht Explosionsgefahr? Ja, genau. Eine Gasmangelsicherung greift nicht, ja. Das Gas kommt wieder, die Frau ist außer Haus gegangen oder was weiß ich, das Gas strömt aus, sie kommt zurück, schaltet das Licht an und dann wäre ein Haus weg gewesen und das wollen wir alle nicht. Verstehe ich. Und das war einfach dann letzten Endes der Hintergrund. Wir haben da auch schon drüber nachgedacht, weil es auch klar war, was die Arbeit dahinter bedeutet. Ne? Wenn wir die alle zumachen lassen, müssen wir die alle wieder in Betrieb nehmen. Also das ist schon nicht so ganz ohne. Und da war es gut, dass ich einen Sachverständigen da hatte und der mir gesagt hat, nee, das machst du jetzt genau so. Und der mir auch die Last da abgenommen hat. Sonst hätte ich die Entscheidung treffen müssen. Jetzt hatte ich die Entscheidung abgesichert, nochmal durch einen Sachverständigen. Und das war schon ein ziemlich gutes Gefühl, da nicht alleine zu stehen. Ich bin auch Strömer. Ich habe mal TSM gemacht als Führungskraft für Gas-Wasser. Ja, okay. Aber man ist ja nicht der Fachmann. Ja, das muss ich ganz klar. Ich habe natürlich auch einen Sachbereichsleiter Gas. Das ist auch ein erfahrener Meister. Macht das alles gut. Aber das ist so eine Situation, die ist dann doch eine Nummer größer. Und da freut man sich ganz einfach, wenn man jemanden hat, der einfach auch Sachverstand hat und der sagt, okay, so ist das. Damit bist du auf der sicheren Seite. Wir wissen, dass wir nicht alle erreichen werden, das ist ganz klar, aber wir haben alles getan, was wir tun konnten. So, wenn du dann irgendwann vom Richter stehst, dann hast du den Hintern ziemlich dicht an der Wand, vielleicht nicht ganz dicht, aber ziemlich dicht und das war halt die Überlegung, auch mit der Konsequenz, 5.500 anzufahren, zu klingeln, reinzugehen und in den Keller zu gehen und die Dinger wieder in Betrieb zu nehmen. Uns war klar, dass nächsten Tag welche kommen, sagen, meine Heizung ist kaputt, du musst die bezahlen und das ganze Prozedere haben wir jeden Tag, die sind immer die gleichen, die klingeln und dann Probleme haben. Ne? Und die stehen natürlich dann bei Sonderstörungen erst recht vor der Tür. Aber das haben wir halt dann abgewogen, haben gesagt, so machen wir es. Und das war eine gute Entscheidung, auch gut zu verkaufen gegenüber der Geschäftsführung, gegenüber dem Bürgermeister. Und jetzt sieh zu, dass du hier Feuerwehrleute reinkriegst, die jetzt hier durch die Straßen fahren und Polizei. Und ja, das war gut. Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine dritte Anmerkung. Sie haben gesagt, naja, in so einer Situation braucht man Plotter und gut, dass wir Papier hatten. Ich meine, wir sind natürlich Lieferant von digitalen Systemen. Wir reden auf der Stromseite auch viel über Niederspannungsmessführung, jetzt ernst gemeint. Ne? Also bei volatiler Einspeisung und immer mehr volatilen Verbrauchern ist das schon ein Thema. Wir liefern inzwischen auch zu einigen unserer Kunden große Systeme, Niederspannungsnetzführung, wo es eben darum geht, Online-Systeme zu führen. Wenn Sie jetzt so im Nachgang oder auch mal perspektivisch denken, Sie hätten ein Gasnetz in einem Online-System abgebildet und hätten die Chance, eine App schnell auf Handhelds, bei denen die auch Ihnen auch helfen, zu verteilen, dann hätten Sie sich, Sie haben ja auch auf Probleme aufmerksam gemacht, überschnittene Pläne und Papier abdrucken und wie kontrolliert man, dass man alle erreicht hat. Ist das eine Option oder ist das jetzt noch zu weit gesprungen, so im Nachgang? Ich würde sagen, das ist zu weit gesprungen.
Schade. Ja, nee, ich gebe Ihnen ja recht, das geht schon in die Richtung. Solange Sie eine Weblösung haben, die zugänglich ist, ohne Zertifikatsprobleme und alles, ich weiß nicht, was da alles im Weg stehen kann, ist das, glaube ich, schon, ist das eine Alternative. Aber ich habe bei die 110 Monteure gesehen, mit was für Handys die auch gekommen sind. Ja? Bei uns haben die Monteure ein iPhone und ein iPad. Das ist okay. Hätte ich gesagt, sollte funktionieren, aber es sind ja längst nicht alle so ausgestattet an der Stelle. Und ganz ehrlich, diese Fachkräfte, die Inbetriebnahmen gemacht haben, die kommen mit so einem Papierplan total gut klar. Ja, die kennen die Straße, die fahren dahin, die nehmen ihr Navi, plupp, sind sie da und dann laufen sie die Straße ab, machen ihren Haken hinter, zack, 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 zack. Ich würde sagen, es gibt bestimmt elegante elektronische Lösungen. Komme gerne auf meine Fazitsätze zum Schluss zurück. Da hat das einfache Erfolg und ich bin der Meinung, das ist dann, bei uns hat es gut funktioniert und ich würde auch immer wieder sehen, dass das so ganz gut funktionieren kann. In Zukunft mag es vielleicht gute Lösungen geben. Momentan würde ich es noch nicht so sehen. Ja. Gut. Sind noch weitere Fragen? Ah, okay. Gut. Der Trecker werfen. Ich habe eine Frage zum Management der Mitarbeiter, die da vor Ort waren, und zwar Ressourcenhaltung quasi. Sie haben gesagt, Sie haben ungefähr 110 Mitarbeiter vor Ort gehabt. Wie sind Sie damit umgegangen, dass die Krise ja vielleicht doch länger gedauert hätte und Sie da irgendwie zwei Teams gestalten müssen oder was, dass sich die auch mal ablösen und irgendwie nicht 48 Stunden am Arbeiten sind. Weil das ja auch immer eine spannende Frage ist, wie man mit sowas eben umgeht, weil sie konnten gar nicht wissen, wie lange das dauert, ja. Wie groß wird das Ganze noch und. Ja. Genau, also wir wussten nicht, wie lange es dauert. Wir haben irgendwann im Laufe des Tages schon ein Gefühl dafür bekommen, wie lange wir ungefähr brauchen würden und haben dann auch schon untertägig Personal ausgeschleust. Also wir hatten ja morgens, ab 6 Uhr kamen dann so nach und nach die ganzen Monteure an und ich sag mal so um 10 Uhr hatten wir wirklich die 110 Monteure da auf dem Hof und haben gewartet. Und dann um, keine Ahnung, 12.30 Uhr sind die alle losgefahren. So, und dann haben wir irgendwann 16, 17 Uhr gemerkt, okay, wir kommen gut voran, wir werden aber auf jeden Fall noch einen ganzen Durchgang auch für nächsten Tag brauchen und haben die ersten Monteure auch schon wieder nach Hause geschickt. Und die sind am nächsten Tag dann wieder gekommen. Also die wir am Samstag als erstes nach Hause geschickt haben, das waren dann aber auch, ich sag's mal, Kohorten, Corona-Kohorten von bestimmten Werken, wo wir gesagt haben, okay, pass mal auf, ihr fahrt jetzt bitte nach Hause, aber ihr müsst morgen früh um 8 Uhr wieder da sein, da ist die zweite Fuhre dran und dann brauchen wir euch nochmal an der Stelle. Und dann haben wir die ausgeschleust und haben wir dann in die Nacht rein gearbeitet mit dem Personal. Und irgendwann war uns aber auch klar, okay, wir schaffen eigentlich alle Straßen, bis Mitternacht. Um 0.30 Uhr sind wir dann fertig gewesen, haben die letzte Straße gehabt und hatten dann am nächsten Tag um 8 Uhr wieder neues Personal auf der Matte stehen, um den zweiten Durchgang zu machen. Es gibt natürlich Leute, die nachts durchgearbeitet haben und die Listen für nächsten Tag vorbereitet haben. Ne? Man muss ja die Arbeit vorbereiten, nächsten Tag stehen die da, die wollen los, also muss man Arbeit für die Jungs haben. Also muss man nachts auswerten und den nächsten Tag die Listen in die Hand zu drücken und sagen, so, das muss jetzt abgefahren werden. Ja. Muss man schon gucken, gibt natürlich auch Arbeitszeitschutzgesetz und was weiß ich, das, also diese 11 Stunden, aber das ist, also ich habe jetzt nicht nur 11 Stunden an dem Tag gearbeitet und eine ganze Menge Kollegen auch nicht. Da muss man halt dann drüber hinwegsehen an der Stelle. Ja.